Hallo, liebe YouTube-Gemeinde, ZLS-Fan ist wieder hier und willkommen zu einem neuen Video über die Nihonbox. Genau. Das, liebe Gemeinde oder liebe Freunde, ist die Märzbox. Ich weiß, März ist schon seit einem Tag zu Ende, genau. Aber ich habe es in der Gesamtzeit, seitdem ich sie zu Hause habe, beziehungsweise zugestellt bekommen habe, nicht Zeit gehabt, ein Video zu machen. Jetzt im Moment habe ich die Zeit, bin im Moment krankgeschrieben und kann deswegen tut es mir auch leid, wenn es zwischendurch dazu mal kommt, dass es ein bisschen lauter wird, weil ich huste oder sonstiges oder nichts sage in dem Moment. Aber dann kann ich im Moment nicht. Aber ich hoffe trotzdem, das Video wird euch gefallen. Ich habe schon reingeguckt. Ich bin wieder hellauf begeistert. Also muss ich sagen, trotz dieser ganzen Umstände jetzt, auf die ich jetzt nicht weiter eingehen will, ich will es jetzt nicht ins Politische ziehen, aber ihr wisst, worum es geht. Der Westen, zwei Länder, habe ich eine Information gekriegt gehabt von den Verantwortlichen, dass es dazu kommen kann, dass sich meine Box verspätet. Da ja die Lufträume geschlossen sind, es kommt ja immer über Luftpost. Haben sie gut geklärt? Wahrscheinlich ist das jetzt im Moment die letzte Box gewesen, die wahrscheinlich über die Luftpost kommen wird. Diese kam nach einer Woche, nachdem sie verschickt worden ist, kam sie bei uns an, beziehungsweise bei mir an. Wie es jetzt mit der Aprilbox aussieht, weiß ich nicht, ob sie die auch noch über die Luftpost geschickt bekommen. Ich habe keine Ahnung, ich hoffe es sehr. Die Leute können da nichts dafür. Dem will ich dafür auch kein Meilenstein, kein gar nichts. Wir müssen uns überraschen lassen, wie es aussieht. Aber ich will nicht weiter drum rumreden. Gucken wir mal, was drin ist. Ich drehe sie extra um, damit wir ja nicht gleich sehen können, was drin ist. Beziehungsweise, wir machen das so, passt auf, Leute. Ich packe die hier hin, mach die auf. So, wie wir alle wissen, beginnt was für eine Jahreszeit, beziehungsweise ist dabei, genau, wie wir es alle schön erkennen können, die Kirschblütenzeit beginnt wieder. Oder hat begonnen. Ich glaube, sie hat begonnen, ne? Ja, doch, die müsste begonnen haben jetzt schon. Korrigiert mich, wenn ich falsch liege, aber ich bin fast der Meinung, sie hat begonnen. Schreibt es auch gerne in die Kommentare. Es gibt bestimmt einen, der es weiß. Ich finde sie einmal schön, wie sie diesen Vordruck hier, dieses Titelblatt, wie schön sie es immer bedruckt kriegen. Da stehen alle wichtigen Informationen über die aktuelle, Nihonbox drin, um welche Anime es geht, um welche Saison es geht. Finde ich immer wieder absolut klasse gemacht. Und wie wir hier sehen können, geht es um welche Animes, genau. Ich glaube, der heißt sogar Sakura, der Film. Beziehungsweise Anime. Schreibt es gerne in die Kommentare. Weiß ich jetzt nicht genau, aber ich bin fast der Meinung. Es geht um Demon Slayer. Es geht um Tokyo Revengers und um Pokémon. Hier bin ich mir jetzt nicht ganz sicher, um wen es geht. Oder also, ob der so hieß oder nicht. Aber ich bin fast der Meinung. Legen wir mal beiseite. Es geht uns ja darum, was drin ist. Wie auch schon seit, ich glaube, der August-Box gibt es wieder diese Yatta Japan-Gift-Card dazu. Die gibt es ja jetzt in jeder Box mit zu. Die war, glaube ich, auch sogar in der ersten Umai-Box mit bei, die ich bestellt habe. Da sind die, glaube ich, auch mit drin. Yeah, die Typ 1000 Yen. Ich bin immer noch auf der Suche. Ich war schon des Öfteren jetzt auf der Seite drauf, auf der Suche nach was. Es gibt viele schöne Sachen da, das will ich gar nicht abstreiten. Aber bis jetzt hat mich noch nicht so gerissen, dass ich es bestelle. So. Da haben wir es wieder. Oh. Der typische Prospekt. Da March 22, also März 22. Da drin ist auch beschrieben, da geht es um den Fuji, Sakura, also alles, was so diese Sehenswürdigkeiten, diese, ich hätte jetzt beinahe gesagt Standards, wollte ich gerade sagen.
Aber dieses mit einem der Hauptgründe, warum man nach Japan will. Also das ist für mich, das wären für mich zwei Gründe, zumindest schon mal nach Japan. Erstens wegen dem Fuji. Zweitens, auch wenn ich vielleicht da nie hinkommen werde, oder in dem ersten Mal, wo ich hinreise, nicht hinkommen werde, aber wenn ich denn nochmal irgendwann da bin, will ich zum Fuji, dann versuche ich zu reisen in der Zeit, wo das Sakura-Fest ist. Auch wenn es dann natürlich teurer wird, aber das gehe ich dann ein. Dritte ist die Akihabara-Straße. Auf jeden Fall muss sie besucht werden. Und dann allgemein Tokio. Einfach Tokio begutachten, zu gucken, zu sehen, wie ist die Kultur, alles. Das interessiert mich und deswegen bin ich da. Schreibt es doch mal in die Kommentare, wenn ihr nach Japan wollt. Oder wo sind eure Traumreiseziele, wo ihr hin wollt? Und weswegen? Könnt ihr ja gerne mal in die Kommentare schreiben. Aber wir machen weiter. Und zwar haben wir als erstes ein kleines Pikachu. Entschuldigung. Ein kleines Pikachu-Kuscheltier. Packen wir natürlich gleich aus. Wenn ich dann rankomme, die verpacken das ja immer so gut. Das ist ja auch wieder so ein Anhänger. Gab ja in den letzten zwei oder drei Neon-Boxen auch schon so einen Anhänger. Ich glaube einmal von Tanjiro war so ein Anhänger. Den Kuschelanhänger habe ich oben bei mir in meinem Raum an der Wand. Habe ich ganz viele so eine Anhänger. Komm nicht ran, Leute. Es tut mir leid, es wird heute nichts. Es wird heute leider nichts mit dran. So, machen wir weg. Es ist nicht nur ein Pikachu, es ist ein Pikachu mit einer. Ich hätte jetzt beinahe gesagt, Schule. Leute, ist das eine Schule oder ist das mehr so ein Pokécenter? Ich weiß es jetzt gar nicht. Steht da irgendwas so mit, was das ist? Nee, Pikachu. Ach, Pikachus. Ach, das ist. Ist das. Wenn es einer lesen kann, ich halte es mal ran an die Kamera. Könnt ihr mal gerne übersetzen, was da steht? Ach, ist das in Hokkaido? Ist Pikachu denn zu Besuch in Hokkaido? Da muss man ja natürlich auch hin. Nicht nur, wenn man nach Japan fliegt, nach Tokio, sondern auch nach Osaka, Hokkaido. Aber das ist ja so viel, das kriegt man ja gar nicht beim ersten Urlaub hin, geschweige in der Zeit, wo man dahin fliegt. Deswegen muss man schon öfters nach Japan fliegen. So, dann machen wir weiter. Machen wir mit diesem hier weiter. Pack ihn mal das Stimmen nach hier hinten. Und zwar kommt hier das Thema. Genau. Tokyo Revengers. Ein T-Shirt. In XL. Ich habe oben noch von. Was habe ich oben noch? Das habe ich noch gar nicht angezogen. Weiß ich jetzt gar nicht, Leute. Von irgendeinem Anime habe ich oben noch ein T-Shirt. Habe ich noch gar nicht angezogen. Muss auch erst noch gewaschen werden. Aber wir packen es mal aus. Auch wieder sehr, 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 sehr weicher Stoff. Finde ich ja gut. Gucken wir uns mal an, wie das aussieht. Sehr schönes T-Shirt. Sehr schöner weicher Stoff. Ist ja nachher sowieso für die Sommerzeit. Muss es ja ruhig ein bisschen weicher sein, aber schöner Aufdruck, ganz klarer Aufdruck. Schön gemacht. Gefällt mir das T-Shirt. Wird nachher oft angezogen. Könnt ihr mal gerne in die Kommentare schreiben, ob ihr schon Tokyo Revengers geguckt habt. Und wenn ja, wie hat es euch gefallen? Oder sagt ihr, nee, das ist nicht so meins. Wenn nicht, dann könnt ihr mal gerne in die Kommentare schreiben, was eure Richtung von Genre bei Anime ist. Ich gucke ja alles durcheinander. Als nächstes kommt, ich weiß, ich habe es mir ja schon angeguckt, eine Sache, die finde ich unglaublich hübsch. Also die ist wirklich, ich habe schon viele Sachen drin gehabt, aber das ist wirklich unglaublich hübsch. Und das wird auch nachher einen Ehrenplatz kriegen. Also das muss ich, das ist ja wohl. Das sieht ja wohl extrem geil aus. Das ist ja wohl unfassbar geil. Also, ich muss ja ein ganz großes Lob an die Leute von der Seite, die das alles organisieren und alles zusammensuchen, aussprechen. Riesenlob, das sieht ja wohl mal echt mega geil aus.
Unglaublich hübsch. Wunderbar verarbeitet, keine groben Kanten, nichts. Sehr glatt alles, sehr weich, sehr schön bemalt. Unglaublich schick. Also das ist wirklich. Oh, der Pikachu ist umgekippt. Das muss ich wirklich sagen. Das ist ein GIF in dieser Box. Das hat mich echt umgehauen, weil es wirklich. Es sieht so klar aus, so schön bemalt. Also es ist echt. Deswegen liebe ich diese Boxen. Ich werde es auch noch wieder in den Kommentar verlinken, wo ihr zu der Box kommt. Ansonsten steht es auch immer hier drauf. Also wegen solchen Sachen oder allgemein wegen diesen Sachen, wegen diesen T-Shirts, wegen diesen japanischen Quecken oder Süßigkeiten, die hier drin sind, auch bestelle ich ja diese Box. Warte ich auf diese Box. Bin ich jedes Mal gespannt, wie so ein kleines Kind zu Weihnachten. Das ist unglaublich geil geworden. Das ist ein unglaublich geiles Geschenk da drin. Das bekommt auf jeden Fall einen Ehrenplatz. Das werde ich auch nicht einfach so auf den Tisch legen hier. Das wird schön eine Unterlage kriegen. Wunderschön. Als nächstes nehmen wir hier. Sakura Carinthos. Sieht eigentlich für mich aus wie durchgebrochene. Können mich ja jetzt dafür schlagen, gerne. Durchgebrochene Salzstangen oder so. Ihr könnt ja mal gerne in die Kommentare schreiben, wenn ihr wisst, was das ist. Ich weiß es nicht. Das Problem ist, ich kenne. Naja, was heißt, ich kenne mich damit nicht dort aus. Ich bin noch in der Phase, wo ich mich da erst reinfinde, alles. Ich werde das jetzt mal aufmachen, probieren, euch sagen, wie es schmeckt. Nee, das sieht eigentlich aus. Eigentlich sehen sie schon wieder fast eher aus wie so. Wie heißen sie hier? Flips. Ja, schmeckt gut. Könnt ihr mal gerne in die Kommentare schreiben, was das ist. Einer von euch weiß das bestimmt. Kann auch mal gerne dazu schreiben, was denn Carinthos sind. Bin ich gespannt. So, weiter geht's. Jetzt haben wir. Da könnt ihr gerne weitermachen. Ach nein! Nein! Nein, Leute! Ich habe gedacht, das ist ein kleines Küchlein. Ich habe ja gar nicht gelesen. Das ist Seife! Das ist Seife! Ach Mensch, geil! Ihr habt. Als ich die gekriegt habe, habe ich die bloß ausgepackt, gesehen und habe gedacht, weil die ja meist auch viele so eine, diese kleinen Küchlein hier. Ich habe ja auch diese Pfirsich-Küchlein und alles und diese Matcha-Küchlein. Die sind ja auch immer so eingepackt und da bin ich jetzt bloß, ich habe es gesehen, habe Sakura gelesen, nicht jetzt dahinter, weil ich das so in der Hand hatte, bin ich davon ausgegangen, das ist Kuchen. Das sind so kleine Küchlein. Aber nein, das ist Seife. Ach, das ist ja geil. Das ist ja mal übelst geil. Das ist geil. Habe ich eigentlich keine Lust jetzt aufzumachen. Müsste ich aber eigentlich, aber brauche ja nicht dran riechen. Ich rieche ja sowieso im Moment nichts. Also von daher lassen wir sie erstmal zu. So, weiter geht's. Was nehmen wir denn jetzt? Nehmen wir mal hier aus der hintersten Schale 1 und da haben wir es doch. Da haben wir den Anime, den ich zu Anfang euch gezeigt habe, hier auf diesem Titelblatt. Wo ich fast der Meinung bin, der heißt Sakura oder Saku, keine Ahnung. Vielleicht schreibt es in die Kommentare, ihr wisst das bestimmt. Hier ist er und das als Tasse. Leider muss ich sagen, sind sie diesmal nicht so behutsam mit der Box umgegangen. Deswegen sind hier so ein paar Sachen schon verbeult und alles Mögliche. Aber es ist nichts kaputt. Darauf kommt es ja an. Ob die Box jetzt kaputt ist, ist ja eine Sache. Aber dass die Sachen da drin heil sind, ist eine andere Sache. Und die Sachen da drin sind alle heil. Und ich muss dazu sagen, diese Tasse ist wunderschön. Wunderschön bedruckt. Ich habe jetzt schon 5 oder 6 Tassen rum.
oben zu stehen, die noch eingepackt sind. Sechste und eine siebte sind schon ein Nutzen. Aber das wird so alles später in meine Küche kommen. Brauche ich nicht viel zu sagen. Wunderschöne Tasse. Passt auch nicht was rein. Schöne Größe. Für so einen schönen Sakura-Tee oder so. Oder Matcha-Tee. Gefällt mir. Sehr schön. Könnt ihr mal in die Kommentare schreiben, ob ihr euch den schon mal angeguckt habt, den Anime. Ich glaube, den gibt es ja als mit Originalton und einmal sogar schon synchronisiert hier in Deutschland auf Blu-ray und DVD. Weiß ich gar nicht genau. Könnt ihr mal gerne in die Kommentare schreiben, ob den hier jemand schon geguckt hat. Und wenn ja, wie er euch gefallen hat. So, weiter geht's. Also bis jetzt bin ich ja durchaus begeistert von dieser Box wieder. Und ich muss dazu sagen, das sind jetzt 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6, 6 Sachen wieder für diesen Monat. Für diese Kurzeit. So, weiter geht's. Ich glaube, das ist auch schon. Ich guck mal, ich guck mal kurz. Genau, das ist auch das letzte. Also 7 Sachen sind drin. Aber ich muss sagen. Entschuldigung. Die siebte Sache ist so süß. Ist so süß. Wirklich. Wir können ja mal gucken. Wir hatten bis jetzt von den abgebildeten Animes hatten wir jetzt diesen als Tasse. Tokyo Re Revengers. Entschuldigung. Als T-Shirt und Pikachu als Plüschanhänger in Hokkaido. Also fehlt uns noch welche Anime? Genau. Demon Slayer. Und das habe ich jetzt in der Hand. Und zwar ist das die kleine Netsuko. Als nennt man die Chibi Edition? Ich glaube ja, ne? Ich glaube, als Chibi Edition, ne? Ich packe sie mal aus. Da ist sie. Auch die Box ist cool geworden, ist cool gemacht. So in diesem pinken Sakura-Design, Farbton. Ja, die wurde leider so wie sie jetzt ist, so wie ich sie eben in der Hand hatte, lag die leider in der Box drinne, durch die Farben und alles. Aber dafür, naja, da halte ich mich jetzt raus, da sage ich jetzt nicht zu. Es kommt ja bloß darauf an, dass sie heil ist. Und sie ist heil. So, Leute. Dann holen wir sie mal raus. Die kleinen Netze. Erstmal ein bisschen leer machen. Feststellen, dass man gar nicht rankommt, weil das zugeklebt ist. So. So, da ist. Ach. Ach, das ist ja ein Wackelkopf. Ach Gott, ist das süß. Ist das süß. Das ist ein Wackelkopf, du. Leute, das ist ein Wackelkopf. Guckt es euch an. Ein kleiner Wackelkopf von der Netsuko. Könnt ihr mal gerne in die Kommentare schreiben, wer ist denn bei Demon Slayer euer aktueller Lieblingscharakter? Und ob ihr das überhaupt schon geguckt habt oder ob ihr das noch nicht geguckt habt, ob ihr gerade bei seid, ob ihr schon bei der zweiten Staffel, ob ihr die zweite Staffel schon durch habt. Ob ihr meint, wird noch eine dritte geben oder sonstiges. Könnt ihr ja mal gerne in die Kommentare schreiben. Weil ich habe die erste jetzt geguckt. Hat mir sehr gut gefallen. Auch der Stil, die Geschichte. Die Emotion dahinter. Das muss ich sagen, das war mit einer jetzt von den Animes, die wirklich mich am meisten bis jetzt angesprochen haben. Auch die Farben, die Farbauswahl bei den Attacken, alles, das ist so gut aufeinander abgestimmt und so schön klar und sauber. Also das hat mir sehr gut gefallen. Ey, komm, wackel mal ein bisschen. So. Wackeln. So, ich zeige es auch nochmal. Die könnt ihr nochmal gerne in den Kommentaren schreiben, was es ist. Das weiß bestimmt einer. Das haben wir jetzt heute geklärt. Das ist Seife. Das ist mein kleiner Wackelkopf. Das ist, glaube ich, in dieser Box. Ich finde alles hübsch und schön und cool. Aber das ist das, was mich wirklich am meisten umgehauen hat. Das hat mich am meisten geflasht. Dann die Tasse, dann unser kleiner Pikachu und Hokkaido und unser T-Shirt.
Damit, und ach, und unsere Yatta Japan Card. Gift Card. Damit sind wir leider auch schon wieder am Ende von dieser Box. Aber sollte kein Problem sein. Wir sind ja jetzt schon im April. In 2, 3 Wochen sollte die April-Box kommen. Dann wird das nächste Video kommen. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Ich habe euch so ein bisschen dafür, oder ich habe bei euch ein bisschen das Interesse geweckt, vielleicht auch auf eine Nihon-Box. Ich werde euch die Seite in die Kommentare, in die Kommentare, in die Beschreibung verlinken, falls ihr dahin wollt. Ich bedanke mich für eure Zeit. Hoffe, euch hat das Video gefallen. Über einen Daumen und ein Abo würde ich mich sehr, sehr freuen. Sehr, sehr freuen. Das würde mich wirklich unterstützen, wenn ihr das machen würdet. Und bis zum nächsten Mal. Euer ZLS-Fan.